Warum genau wurde zur Zeit Abrahams die Beschneidung als Symbol eingeführt und wofür genau? Und wann taucht Abraham nochmal im Bibelbericht auf? Und wieso ist Paulus, Jahrtausende später, warum ist dem diese Situation so wichtig? Was ging dem durch den Kopf? Um diese Fragen und auch ein paar andere soll es in diesem Video hier gehen. Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und auf dem Kanal hier sind wir unterwegs, um ja, dir und mir zu helfen, ganz selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu können im Bereich Glauben und Wissenschaft. Und ja, dafür hinterfragen wir ganz unzensiert die Bibel, Weltanschauung und andere Ideen. Und diesmal geht es weiter in der Reihe. Ja, das unsichtbare Reich Gottes, da hatten wir angefangen in den letzten Videos hier in dieser Playlist. Falls du die nicht gesehen hast, geh gerne zurück zu den anderen Videos, so ein bisschen als Vorbereitung oder einfach um die Sachen nochmal aufzuarbeiten, die wir besprochen haben. Da hatten wir auf jeden Fall da angefangen, uns mit Gedanken auseinanderzusetzen, die ich halt primär dem Buch The Unseen Realm entnommen habe von dem Bibelgelehrten Michael Heiser, der halt darauf eingeht, was denn die große epische Geschichte der Bibel ist. Worum geht es denn eigentlich in diesem großen Plan Gottes? Ja, also sowohl aus seinem Buch als auch aus anderen Werken trage ich hier einfach mal Dinge vor. Und wir hatten bis jetzt, nur als kurzer Rückblick, hatten wir uns damit beschäftigt, dass es so drei Rebellionen gab, die in der Menschheitsgeschichte stattgefunden haben. Nochmal ganz kurz, Rebellion 1 wird beschrieben, Garten Eden, Menschen, die eigentlich noch in Harmonie mit Gott gelebt haben, wurden aufgrund ihrer Entscheidung von Gott entfremdet. Sie haben sich entschieden, ja, selbst zu bestimmen und nicht mehr Gott zu vertrauen und auch ihn damit nicht mehr wirklich zu repräsentieren. Sie waren in seinem Bilde erschaffen, aber im Grunde genommen läuft das seitdem aus dem Ruder. Also diese erste Rebellion in der Menschheitsgeschichte wird da beschrieben. Und da kann man sagen, ja, da hat sich der Mensch selbst logischerweise durch seine Entscheidung von Gott entfremdet. Da ist was zerbrochen. Zweite Rebellion, die es gab, da hatten wir darüber gesprochen, dass zur Zeit der Flut Noahs, wie es beschrieben wird, Söhne Gottes, Geistwesen auf der Erde halt Nachfahren geschaffen haben. Da wurde die Bosheit umso größer und deswegen hat Gott dann auch für die Flut gesorgt. Ja, und da ist eben die Sache, auch da gab es also eine Entfremdung, einen Bruch in der Menschheitsgeschichte aufgrund ja, dieser Auswirkung sogar von Söhnen Gottes, die sich gegen Gott selbst gestellt haben, die sich da aufgelehnt haben, von ihm entfremdet haben. Also wieder geht es darum, dass was zerbrochen ist, da in der ganzen Menschheitsgeschichte. Rebellion 2. Rebellion 3, da geht es wieder zurück zu den Menschen, die rebellieren. Und zwar war das ja bei der Zeit vom Turmbau zu Babel, wo wir darüber gesprochen hatten, dass die Menschen im Grunde genommen dem Auftrag Gottes immer noch nicht nachkommen wollten, die Erde zu befüllen. Also sie haben sich wieder aufgelehnt und da wurde es beschrieben, dass sich die Menschen selbst einen ja, Namen machen wollten. Deswegen dieser Turm, der gebaut wurde und die Menschen wollten wieder mal sich erheben. Und da ist diesmal dann halt ja, Gott eingeschritten und hat halt gesagt, so, nee, jetzt starten wir mal neu. Also ihr kriegt jetzt alle eure Sprachen, ihr werdet jetzt verteilt über die Menschheit, über die Erde. Das, was eigentlich der ursprüngliche Plan ist, wird dadurch erreicht. Aber wenn ihr mir nicht gehorchen wollt, dann bekommt ihr jetzt halt, ja, Fürsten, Geisterfürsten zugewiesen, Dämonenfürsten, Engelfürsten, wie auch immer man es bezeichnen soll. Bibelbuch Daniel spricht dann zum Beispiel von Fürsten von Griechenland, Persien oder eben auch Michael als dem Fürst für das Volk Israel. Also da gab es diesen dritten Bruch. Und da kann man sagen, also erster Bruch war, die Menschen selbst wurden von Gott entfremdet, so jeder einzelne individuell. Zweiter Bruch mit den Söhnen Gottes, die sich gegen ihn gewandt haben. Dritter Bruch, die Menschheit wurde sogar in Völkergruppen zersplittert. Also da hatten wir drüber gesprochen und die Zahl 70 tauchte auf, diese Völkertafel, die Anzahl und dass die auch immer mal wieder vorkommt im Bibelbericht. Darüber hatten wir gesprochen. So, soweit zum Rückblick.
Jetzt geht es darum, wir sind in dem Kapitel gewesen, wo halt wirklich dieser Turmbau zu Babel war, also in der Region Mesopotamien, irgendwo da war das ja gewesen. Und da war jetzt also diese große Zersplitterung der Menschheit in diese Nationen, wie es beschrieben wird. Und in 5. Mose 32, Vers 8 hatten wir gelesen, dass Jahwe sich Jakob als seinen Teil aussuchte. Und da springen wir zurück. Also Jakob, Isaak, Abraham, so, ne? Müssen wir halt zurückgehen. Jetzt geht es nämlich in diesem Teil hier um speziell Abraham. Und da mal ganz kurz zu erwähnen, da springe ich jetzt auch mal wieder in die andere Ansicht. Zack, so dahin. Ich will meine Notizen hier wieder. Und zwar, wenn wir bei Abraham angekommen sind, einfach nur mal zu sagen, ja, die Bibel hat manchmal an bestimmten Stellen so Designmuster. Was sehr interessant ist, wenn man das halt untersucht, wo Parallelen in Bibelberichten zu finden sind. Da kommen wir gleich auch noch mal zu einem Beispiel. Aber jetzt vorab mal Beispiel zwischen Abraham und Noah. Gibt es da Parallelen? Ja, die gibt es, einfach mal vier zu nennen. Und wo eben die Frage ist, ja, möchte der Bibelschreiber oder möchte Gott uns eben durch diese Parallelen, die gezogen werden, auch vielleicht ein gewisses theologisches Statement mitteilen? Also was passierte da, um sozusagen abzugrenzen, was ist in seinem Vorsatz welche Etappe gewesen? Was ist denn jetzt hier an Parallelen zu finden? Also wenn man schaut in 1. Mose Kapitel 35, 1. Mose 5, das jetzt hier rechts. Moment, ich mache das mal hier so ein bisschen größer wieder alles, so dass man es halbwegs lesen kann. Also 1. Mose Kapitel 5, das ist einfach die Geschlechtslinie ab Adam, ist hier aufgeführt, ab 5 Vers 1 und Vers 2 bis, ja, bis 32, endet dann bei Noah. Also die ganzen Vorfahren sind hier angeführt. Also, was fällt uns auf, wenn wir es durchzählen, kommt man da drauf, von Adam bis Noah sind das 10 Generationen. Okay, wenn man jetzt guckt, 1. Mose Kapitel 12, da haben wir die Generation dann von, stimmt das? 1. Mose 12, nein, 1. Mose 11 ist es. Da haben wir die Generation nach Noah. Also jetzt hatten wir ja Adam bis Noah, 10 Generationen. Wenn man jetzt guckt von dem Kind Noahs, dem Sem, bis Abraham, das haben wir nämlich dann 1. Mose 11, Vers 10 bis 26 und man zählt es durch, kommt man wieder auf 10 Generationen. Also schon mal interessant, ne? Adam bis Noah, 10 Generationen, dann gab es halt diesen, ja, diesen großen Bruch, diese Rebellion und dann eben von Noah bis Abraham, da gab es auch diesen Bruch bei Babylon eben nochmal und dann kam Abraham. Zweite Parallele, 1. Mose 6, Vers 9 bis 11, da wird ja Noah positiv erwähnt von Jahwe, wird gesagt, das war ein gerechter Mann. Aber Noahs Vater wird nicht erwähnt, obwohl der noch gelebt hat, der Lamech. Könnte man sich also die Frage stellen, Lamech, wenn der nicht erwähnt wird, ja, dann war der wahrscheinlich kein Anbeter Jahwes gewesen. Also dann hat er wahrscheinlich auch als Götzendienst, im Götzendienst gelebt. Also könnte man vermuten, das ist jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber mal die Vermutung. Dann eben 1. Mose Kapitel 12, da finden wir ja diese Abstammungslinie oder 11 und finden, dass der Vater vom Abraham, das war der Terach, und über den erfahren wir später im Bibelbuch Josua. Dann folgendes, Josua Kapitel 24, Vers 2. Da sagt Josua: So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms. Terach, Abrahams und Nahors Vater dienten anderen Göttern. Also Terach, Abrahams und Nahors Vater, so, ne? Also Terach hatten die zwei Söhne. Der Terach diente anderen Göttern. Also Parallele. Anzunehmen, Lamech, ne? Papa vom Noah, wahrscheinlich kein gottesfürchtiger Mann. Und dann eben bei Terach haben wir das Gleiche. Das war auch Finn, okay, der diente anderen Göttern. Dritte Sache, die kurios ist, wenn wir einfach nochmal in die Geschlechtslinie reingucken beim Lamech, also dem Vater vom Noah, da haben wir hier, dass vom Lamech gesagt wird, sein Alter war 777 Jahre.
Und das fand ich so nett, das war auch in einem Kommentar gewesen, unter den letzten oder vorletzten YouTube-Video, weiß ich jetzt nicht genau, dass ja Zahlen, wir hatten es mit der 70 gesehen, dass die immer wieder vorkommt in der Bibel bei wichtigen Situationen. Und ja, eigentlich teilweise auch so für diesen Bruch in der Menschheitsgeschichte steht, das repräsentieren kann zumindest, darauf hinweist, was da halt passiert ist bei dieser Zerteilung der Nationen. Jetzt sehen wir aber hier auch der Lamech, da wird ein Alter von 777 angegeben. Bibelkommentatoren sagen dazu, hatte ich hier mal geschaut, im Lexham Bible Dictionary steht Lamech lebte 777 Jahre, eine Zahl, die, wie Hess argumentiert, Vervollständigung symbolisiert. Ja, weil was war da halt gewesen? Ja, die Söhne oder die Menschen waren vollständig korrumpiert. Ne? Also das war halt dieser Zeitpunkt, wo dann Jahwe gesagt hat, so, ich werde jetzt halt mit Noah und der Flut die ganze Sache beenden. 777, möglicherweise vollständige Korruption. Und jetzt gucken wir einfach mal beim Terach, 1. Mose Kapitel 12, also der Papa vom Noah, gibt es da auch irgendwas in die Richtung? Da haben wir hier Vers 26. Die anderen waren immer alle ganz jung, als sie irgendwie Kinder bekommen haben, aber der Terach war 70 Jahre alt, steht hier. Also die anderen hier alle mit um die 30. Aber der Terach war 70 Jahre und hat dann Abraham bekommen. Also wieder interessant, da kommt die 70 vor, ne? Frage, ja, ist das wieder ein Hinweis nochmal auf diesen Bruch, der ja gerade stattgefunden hatte, ne? Das ist ja jetzt in der Zeit, wo in Babel die Erde geteilt wurde, die Menschheitsfamilie geteilt wurde. Und da eben der Terach mit 70 Jahren, 70 Nationen, die erwähnt wurden, Terach mit 70 Jahren bekommt jetzt den Abraham. Nächste Parallele bei Noah, ganz einfach die Parallele. Noah wurde von Gott gebraucht, um halt dieses Problem da zu reparieren in der Menschheitsgeschichte, sage ich mal. In Anführungszeichen reparieren oder zu beenden, ne, durch die Flut diese Etappe zu beenden. Und Abraham wird von Gott gebraucht, und da nehme ich jetzt vorweg, um auch das zu beenden, was halt Schlimmes passiert ist bei Babel. Kommen wir gleich genau zu. Letzte Parallele: Gott schließt mit Noah einen Bund, also einen Vertrag, gibt ihm Versprechen, einen Bund, den er richtig mit ihm schließt. Und Gott schließt mit Abraham einen Bund. Es kommt nicht so oft vor, aber da ist es halt, dass Gott mit Abraham auch einen Bund schließt. Also wir sehen, zwischen Noah und Abraham, ne, diese 10 Generationen hatten wir, die Väter ähneln sich irgendwie, die Daten mit 777 und einmal mit 70 Jahren, dass mit den Söhnen halt, also mit Noah und Abraham, Gott gearbeitet hat und dass mit beiden ein Bund geschlossen wurde. Interessante Parallelen. Und das nur so als Hinweis darauf, dass auch in der Bibel halt bestimmte Muster mal hier und da vorkommen, also relativ häufig, und man da halt auch unter Umständen drüber nachdenken kann und theologische Fragen sich stellen kann, einfach mal. Einfach es zulassen und drüber nachdenken, was da vielleicht für eine tiefere Bedeutung dann auch drinsteckt und warum Gott das so hat aufschreiben lassen. Genau. Katze im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört übers Mikrofon, aber die lässt lieb grüßen an jeden, der zuhört, scheinbar. Kommen wir jetzt zu der Sache, ja, wir waren also gedanklich immer noch in Babel, Turmbau, Sprachverwirrung, 70 Nationen. Und jetzt lesen wir mal, was passiert denn direkt nach diesem Kapitel, wo dann ja, diese Sprachverwirrung vorher war und das aufgezeichnet wurde. Kapitel 11, also 1. Mose, Kapitel 11. Und da möchte ich mal die ersten drei Verse hier vorlesen. Und der Herr, die Erinnerung, Jahwe steht hier also, ne? Also, und Jahwe sprach zu Abraham, also weil es hier fett geschrieben ist, ne? Jahwe sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter auf Erden. Krass. Also diese Region, das war ja Ur, wo, also so hieß da dieser Ort, die Stadt Ur, wo Abraham gelebt hat, wie gesagt, Mesopotamien, so die Ecke Babylon eben. Das heißt, aus dieser Region, wo gerade alle Nationen zersplittert wurden, da sucht sich jetzt Jahwe einen Mann aus und sagt so, du Abraham, du bist es. Und in dir sollen alle Geschlechter auf der Erde wieder gesegnet werden. Also das, was jetzt gerade kaputt gemacht wurde durch Babel, da kommt sofort die Lösung. Er sagt jetzt sofort, hier Abraham, aus dir mache ich halt, mit dir mache ich mehr. Da sollen diese Familien, alle Geschlechter der Erde, nicht nur deine Nachfahren, alle sollen gesegnet werden. Also spannend, dass wir das hier finden. Abraham damals übrigens 75 Jahre alt. Ja, und jetzt könnte man sich denken, ja super, das muss ja alles dann perfekt laufen. Na, Abraham wahrscheinlich super treu und alles funktioniert direkt und so. Aber tatsächlich, wenn man den Bibelbericht sich anschaut, findet man da auch Schwächen, die der Abraham hatte. Dass er da hier und da einfach das Vertrauen noch gar nicht so intensiv hatte in seinen Gott. Einmal täuschte halt dann Pharao, als sie wegen einer Hungersnot dahin gegangen sind. Wir möchten uns aber eine andere Schwäche von ihm mal angucken. Also er hat das Versprechen jetzt eigentlich schon bekommen. Er zieht auch weg aus seiner Heimat mit seiner Frau und Familie und Anhang und so weiter. Also erstmal nur mit Frau, Kinder hatte er noch nicht. Aber wo wird eine Schwäche von ihm deutlich? Und da springen wir in 1. Mose Kapitel 16, Vers 16. Oder Vers, ja, es ist 1. Mose 16, genau, 1. Mose 16, Vers 1, da können wir eigentlich mal hineinschauen. Das ist eine Situation, die ist 10 Jahre später. 10 Jahre sind vergangen und Abraham hatte ja dieses Versprechen bekommen. Damals hieß er übrigens noch Abram, bedeutet irgendwie ehrenwerter Vater oder so. Später wird sein Name geändert in Abraham. Aber dazu der Zeit, wie gesagt, waren jetzt 10 Jahre vergangen nach dem Versprechen Gottes an ihn, dass durch seine Nachkommenschaft alle Familien der Erde gesegnet werden. Dumm nur, Abraham hatte keinen Nachkommen, bis jetzt immer noch nicht. Und deswegen finden wir jetzt diese Situation hier. In Vers 1, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr, Jahwe, hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais, da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Also, ne, da haben wir diese Situation, 10 Jahre vergangen. Und Sarai merkt, Mist, ich kriege kein Kind. Aber das ist doch hier versprochen. Abraham redet immer darüber, der weiß das, dass ihm irgendwas versprochen ist. Aber wir beide merken, es klappt nicht. Sarai hat die Idee, Mensch, hier, nimm doch meine Magd. Kannst doch mit der ein Kind haben, so stellvertretend. Und hier haben wir jetzt eine interessante Sache, weil im Grunde genommen klingt das ja nicht danach, dass die beiden jetzt irgendwie hier nochmal mit Jahwe gesprochen haben, nochmal bei Gott nachgefragt haben, gesagt haben, du, ist das denn richtig? Sondern es sieht danach aus, dass sie jetzt hier eigentlich ihr eigenes Ding durchziehen. Dass sie jetzt sagen, ja, irgendwie scheint es mit dem Versprechen Gottes nicht so richtig hinzuhauen. So, deswegen, naja, nehmen wir halt eine Sklavin und haben mit der ein Kind. So. Ist nicht gerade ein Vertrauensbeweis, den wir hier merken bei Abraham und Sarai. Dass der Bibelbericht das tatsächlich auch zeigt, dass wir hier ein Problem haben, das möchte ich mal anhand einer Gegenüberstellung zeigen. Ich mache hier, verdoppel das mal ganz kurz. Und zwar, wo haben wir das? Genau, 1. Mose Kapitel 16, Vers 3 haben wir jetzt eben, ne? Sarai nahm
Hagar und gab sie Abraham. Und derselbe Wortlaut, den finden wir in der Bibel vorher schon mal. Und das ist interessant, an welcher Stelle. Und zwar, wenn wir gucken in 1. Mose Kapitel 3. Was hatten wir da? Sündenfall. Ne? So diese erste Sache mit Adam und Eva. Das haben wir in 1. Mose Kapitel 3. Und wenn man da guckt, was war da passiert? Genau, 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Lese ich nochmal. Und die Frau, also Eva, sah, dass von den Bäumen gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Also hier, ne, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Eva denkt so, ja, wenn ich jetzt mein eigenes Ding durchziehe, so gesehen, ist doch eine tolle Idee, davon zu nehmen. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann. Und wenn ich jetzt hier, das klicke ich gerade mal an, habe ich gerade schon gemacht, dieses Namen angeklickt, dann sieht man hier auf der linken Seite in 1. Mose 16, Vers 3 bei Abraham und Sarai, da wird das Wort auch sofort markiert. Gucken wir eben hier rechts unten, Namen, das ist hier dieses Wort Tikva oder so, ich weiß immer nicht, wie man sie genau ausspricht, aber hier die hebräische Nummer, ne, Strong's Number H3947, das ist dieses Wort im Lexikon. Jetzt gucken wir mal hier auf der linken Seite. Aha, Sarai nahm ihren Magd, Tika, H3947, gleiche Wort. Und Eva jetzt wieder gab ihrem Mann und Titen. Und hier auch wieder das Wort Titen. Also wir sehen hier eine Übereinstimmung. Wieder Muster, ne? Was will der Bibelschreiber hier sagen? Wir als Deutsche kriegen es jetzt nicht direkt mit, wenn solche Sachen vorkommen. Aber jemand, der halt den hebräischen Text gelesen hat früher, dem ist das natürlich viel schneller ins Auge gestochen oder ins Ohr auch, ne? Weil er so Dinge dann halt leichter bemerkt hat. Also wir sehen hier, das, was bei Eva so gesehen oder Adam und Eva schiefgegangen ist, zu sagen, ja, ich vertraue jetzt irgendwie eher mal auf mich selbst, ich ziehe mein Ding durch, meine Idee. Sie nahm von der Frucht und gab sie Abraham. Bei Sarai auch dieser Gedanke, wir ziehen unser eigenes Ding so durch. Abraham macht dann natürlich auch mit. Und sie nahm ihre Magd und gab sie Abraham. Also da haben wir die interessante Parallele. Und leider eine Glaubensschwäche. Also das merken wir hier, dass es auch aufgrund dieses Wortlauts und diesem Bezug zu 1. Mose Kapitel 3 also ein negativer Kontext ist. Dass es hier etwas ist, wo eigentlich der Bibelschreiber zeigt so, oder Gott uns zeigen möchte, nee, das war jetzt nichts Gutes, was da passiert ist. Und tatsächlich, wenn man jetzt schaut, ja, was passiert denn, was entsteht denn aus dieser Beziehung zwischen Abraham und Sarah, beziehungsweise jetzt der Magd, weil die bekommt ja ein Kind oder wird schwanger. Und wenn man da jetzt guckt, in Vers 6, also die Sarai, die beschwert sich jetzt bei Abraham, weil die Hagar halt sich da jetzt rühmt, dass sie schwanger ist und eben Abrahams Frau ja nicht. Und ja, da gibt es dann Zoff und Sarai sagt eben, sie ist jetzt gering geachtet in den Augen ihrer Magd und so weiter. Und in Vers 6 dann ziemlich krass die Aussage, auch wieder von Abraham. Er sagt hier, ne, markiere ich nochmal kurz. Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Ja, also ziemlich krass. Ne, flieht dann sogar in die Wüste und Abraham, der lässt das zu. Ich meine, die ist schwanger von ihm und er lässt zu, dass seine Frau eine Magd verjagt, eine schwangere Frau, die dann in die Wüste flieht und ja, in der Wüste als Schwangere oder sowas, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Version, da irgendwie zu überleben. Sie wird gerettet von einem Engel. Also wir sehen da halt so, dass Gott schon Interesse an ihr hat, auch sie zu schützen und da halt wirklich aufzupassen und so auf diese Familie. Aber was Abraham gemacht hat oder auch Sarah da an dem Punkt, überhaupt nichts Lobenswertes. Das war jetzt nichts Gutes, was sie da gemacht haben. Das merkt man hier jetzt erstmal, also gerade nicht vorbildlich. Trotzdem handelt Gott weiter mit ihm. Und das merken wir nämlich im nächsten Kapitel. Und das ist eigentlich schön. Jetzt haben wir auf der einen Seite ja so die Schwächen Abrahams und jeder Mensch, ne,
Klar haben wir heute alle eben, dass wir unsere Probleme, unsere Schwächen haben und auch manchmal einfach das Vertrauen vielleicht verlieren, den Glauben verlieren, wie das bei Abraham jetzt gewesen ist. Und dass wir dann denken, ja, dann ziehe ich mein eigenes Ding durch und ich weiß schon irgendwie den besten Weg und ich bitte Gott gar nicht mehr um Hilfe im Gebet, was man natürlich machen sollte. Also das ist ein bekanntes Muster, ne? Wie gesagt, Bezug zu Adam und Eva war hier schon gegeben, aber jetzt bei Abraham und Sarah das Gleiche. Merkt man das auch? Und trotzdem hält Gott an seinem Versprechen fest. Gucken wir mal, Kapitel drauf nämlich. Also, das Kapitel 16 endet mit: Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Okay. Jetzt Kapitel 17, ein Vers später. Ist ganz interessant, da kommt jetzt die Bekräftigung von Gott, dass er immer noch mit Abraham ist, dass er mit ihm noch geht und handeln möchte. Steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Vielleicht so ein gewisser Seitenhieb auch, ist so die Frage, weil davor war er jetzt nicht wirklich so gottesfürchtig oder gläubig, hatte er einen Glaubensmangel gehabt. Jetzt sagt ihm Gott hier so: Übrigens, wandle weiter vor mir und sei fromm. Also pass auf, was du halt machst. In anderen Bibelübersetzungen, wie steht es in anderen? Fromm ist so ein Wort, das gebraucht man ja auch kaum. Ne? Gucken wir mal ganz kurz. Zack. Oh, jetzt habe ich hier 1000 Bibeln offen. Das muss natürlich auch nicht sein. Machen die mal eben weg. So. Also 17. Sei untadelig, steht es jetzt zum Beispiel hier. Ne? Untadelig. Genau. Oder in der Hoffnung für alle, das ist dann vielleicht noch ein bisschen leichter auch zu verstehen. Ne? Lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Also das ist da halt ein bisschen anders übersetzt. Wie gesagt, ich nehme hier meistens die Luther, weil man hier so schön im Text rumklicken kann, in der Logos, in dem Programm hier. Und man sich direkt die hebräischen Sachen anzeigen lassen kann. Ne? Aber zum Lesen, ja, okay, da ist halt das nicht immer das Angenehmste. Okay, aber bleiben wir halt dabei, was Gott hier gesagt hat, ne? Wandle vor mir und sei fromm. Vers 2: Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Also hier geht es darum, Gott bestätigt sein Versprechen aus 1. Mose Kapitel 12. Da hat er ja gesagt, so mit deinen Nachkommen, dadurch werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Und jetzt sagt er hier sogar, ich will einen Bund mit dir schließen. Also jetzt machen wir es sogar vertraglich nochmal fest, so gesehen. Das ist nochmal eine Bekräftigung von Seiten Gottes. Und Vers 16 springt es mal ein bisschen hier hin und her. Genau. Weil hier passiert jetzt was Interessantes. Also, ich gehe doch nochmal zurück. Also, was passiert? Gott sagt ihm, ich will dich segnen. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen, aus dir wird eine große Nation werden, da werden Könige rauskommen und so weiter. Und er bekräftigt also sein Versprechen an Abraham und sagt ihm so, er bekommt jetzt auch den neuen Namen, Abraham. Und er bekräftigt ihm halt einfach so, ja. Dieser Bund zwischen dir und mir ist die Bestätigung dafür, dass ich dich nutzen werde. Deine Familie wird genutzt, um dieses ganze Schlamassel, was bis jetzt in der Menschheitsgeschichte entstanden ist, um das rückgängig zu machen. Das wird jetzt, also diese drei Rebellionen, die wir eigentlich hatten, Garten Eden, Flut und auch Turmbau zu Babel, die müssen irgendwie ja repariert werden. Und Gott sagt, also aus dir, Abraham, mit dir werde ich alle Nationen segnen. Hier kommt die Bestätigung. Und er sagt ihm so, ja, und das wird halt durch dein Nachkommen sein. Und genau, warum ich jetzt hier zu Vers 16 wollte. Vers 16, Gott sagt, denn ich will sie segnen, die Sarai, also es geht jetzt hier um Abrahams Frau, ne? Vers 15, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben, ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker.
Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Was soll denn das jetzt? Also Abraham sagt dir im Grunde genommen, ja, da sagt mir mein Schöpfer, dass aus Sarah ein Kind kommen soll, dass ich mit Sarah, mit meiner Frau, ein Kind haben soll. Nur, ich weiß ja, ich habe es ja über 10 Jahre probiert und das funktioniert halt nicht. Da ist nichts draus geworden. Deswegen, krass, Abraham lacht in seinem Herzen. Also er kann das gar nicht ernst nehmen so richtig. Und eben in Vers 18, was wir hier hatten, er sagt, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Also er sagt im Grunde genommen so, ja, nimm doch hier Ismael, ich habe doch jetzt schon einen Sohn. Kannst doch mit dem arbeiten, was halt diese Versprechen angeht, was diesen Bund angeht und so. Dann können doch durch Ismael alle Völker gesegnet werden und so. Nimm doch, ich habe ja einen Sohn, ich habe mich schon drum gekümmert. Vers 19, da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Also, er sagt hier jetzt zum Abraham, nee, so leicht kommst du mir nicht davon, das wird schon Sarah sein. Die wird ein Kind bekommen und aus diesem Kind wird dieser Segen hervorgehen. Und im Grunde genommen steckt der Gedanke dahinter, ja, gerade weil es für dich unmöglich erscheint, wirst du dadurch dann auch wissen, das ist ein Wunder von mir. Das ist halt mein Plan. Also so gehe ich vor. Nicht, dass du jetzt als Mensch irgendwie dir da selbst was zurechtbiegst, sondern ne, ich zeige dir, dass dieses Kind dann auch wirklich von mir ist, so gesehen. Kind dieser Verheißung, Kind dieses Versprechens, was Abraham dann bekommen wird, also dieser Isaak. Ein netter Punkt aber noch, weil, jetzt hatte Abraham ja diesen Sohn, den Ismael. Und hier Vers 20, und für Ismael habe ich dich auch erhört. Also Jahwe ist hier so liebevoll und sagt, ich gehe auf dich ein. Dich habe ich da auch gehört, was den Ismael angeht. Du hast ja versucht, so dein eigenes Ding durchzuziehen. Na gut, ich habe dir Segen versprochen. Dann kriegt der Segen. Steht's weiter. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und ihn über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak. Also er sagt hier, okay, ne, den Ismael, der will auch gesegnet werden von mir. Da werden 12 Fürsten draus kommen. Und das ist jetzt wieder interessant, das ist wie so ein kleines, so ein Vorbild schon für das Volk Israel. Das waren ja nachher die 12 Söhne Jakobs, die die Stämme gegründet haben, die 12 Stämme Israels. Und ja, hier aus dem Ismael, da sagt Jahwe also zu Abraham so, okay, auch Ismael, der kriegt den Segen, kriegt 12 Nachkommen, lege ich jetzt schon mal fest. Und das ist eigentlich schon mal wie so ein kleiner Hinweis auf das, was später passiert. So, trotzdem, der Bund wird mit Isaak aufgerichtet. Und das Krasse ist ja jetzt, da wollten wir uns mit beschäftigen, halt mit der Frage, ja, dieser Bund, der jetzt hier aufgerichtet wurde, der wird mit der Beschneidung bekräftigt. Hier kommt das erste Mal jetzt vor im Bibelbericht, dass Gott zu Abraham sagt, so als Zeichen des Bundes sollst du alle männlichen Nachfahren und auch Sklaven beschneiden lassen. Das haben wir in Vers 12. Hier. Jeden Knaben, wenn er 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Ach, das ist schon mal interessant. Also merken wir uns mal, die Beschneidung betrifft also auch alle Sklaven und welche, die nicht aus dem Geschlecht sind. Das heißt, bei diesem Bund, den Jahwe hier mit Abraham schließt, um alle Nationen zu segnen, wer wird beschnitten?
Ismael wird beschnitten. Und Ismael, von dem kommen ja jetzt nicht die Israeliten. Ne? Das waren ja diese 12 Fürsten Ismaels. Aber Ismael wird beschnitten. Das heißt, der war in diesem Vertrag mit Gott. Und er sagt hier sogar, alle Fremden oder alle Sklaven, die von Fremden gekauft sind, die eben nicht mal von dir abstammen werden, die sollen auch beschnitten werden. Also die ganzen Jahre über oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte war es immer eine Sache des Bundes, dieses Versprechens Gottes und nie die Thematik der Abstammung das Wichtige gewesen. Von Anfang an war jetzt hier eigentlich klar, es geht halt bei diesem Bund nicht um Abstammung. Wurde hier extra gesagt, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Natürlich wurde Abrahams Linie weiter verfolgt, Gott hat mit ihm als Familie gehandelt, aber in das ursprüngliche Versprechen Gottes, die Menschheit zu segnen, da gehörten in diesen Bund eigentlich von Anfang an auch andere hinein, die einfach den Bund akzeptiert haben, die das angenommen haben, dieses Zeichen des Bundes. Vers 13, beschnitten werden soll alles Gesinde, was dir im Haus geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Mein Bund hat er gebrochen. Jetzt nochmal eine Parallele zu Noah. Bund mit Noah. Damals hat Jahwe mit Noah einen Bund geschlossen, damit nicht mehr alles Fleisch der Erde, so steht es da, ausgerottet wird, alle Menschen ausgerottet werden. Das ist dieses Wort Bazar. Ne? Wenn ich hier auf Fleisch klicke, Fleisch, Bazar oder Bazar, hier das Wort. Also Bund mit Noah geschlossen, damit nicht mehr alles Fleisch auf der Erde ausgerottet wird. Bund mit Abraham an eurem Fleisch, Beschneidung, gleiche Wort, Bund an eurem Fleisch. Unbeschnitten aus seinem Volk würden ausgerottet bei Bundesbruch. Also wir sehen, einmal einen Bund, damit nicht alles Fleisch ausgerottet wird und nochmal einen Bund so gesehen am Fleisch, wo es auch darum geht, dass diejenigen halt, die sich nicht dran halten würden, wie bei der Flut, die würden halt abgeschnitten, die würden ausgerottet werden. Die den Bund brechen würden. Also wir sehen da auch wieder eine Parallele in diesen Bündnissen. Bund Noah, alles Fleisch. Bund Abraham, alles Fleisch, was gesegnet wird. Und eben auch Beschneidung am Fleisch. Gleiche Wort. Vielleicht auch da nochmal, das ist auch ganz interessant, wenn man mal guckt, das Wort Fleisch, was wir jetzt eben gerade hatten, dieses Bazar. Wo kommt denn das sonst das letzte Mal vor? Da habe ich hier auch so eine Auflistung, wo das immer mal markiert ist. Also, wir haben hier Genesis Kapitel 2, kommt Fleisch vor. Kapitel 3, relativ, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. So, und dann Kapitel 6. Also Kapitel 6 fängt Flutbericht an. Ne? Alles, was mit Noah zu tun hat, die Sintflut. Kapitel 6, Fleisch, 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 Fleisch. 6, Kapitel 7, Fleisch, 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 Fleisch. Also dann haben wir Kapitel 8, Fleisch, Fleisch der Vögel, blablabla. Alles Fleisch mit seinem Leben. Kapitel 9, nicht mehr alles Fleisch ausgerottet wird. Kapitel 9, Vers 11, Kapitel 9, Vers 15, 16, 17, 23, bis 17, genau. Ne? Also wir haben Kapitel 6 bis 9. Da kommt sehr, sehr oft dieser Gedanke mit dem Fleisch vor. Mit dem Fleisch, was damals bei der Flut vernichtet wurde, was sozusagen vom Leben abgeschnitten wurde. Oder Fleisch, was später eben auch gerettet werden soll. Beide Aspekte. Fleisch, was vernichtet wird, Fleisch, was gerettet wird. So, und dann kommt halt bis Kapitel 17 gar nichts mehr mit Fleisch vor. Auch später nicht mehr so groß. Ne? Danach erst wieder Kapitel 29 einmal, 37, 40, 41. Also wirklich super präsent ist das Wort für den Leser in Kapitel 6 bis 9 bei der Flut. Total präsent, weil es darum geht, was mit dem Fleisch auf der Erde passiert, mit den Menschen. Und dann plötzlich in Kapitel 17 wieder, ganz häufig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen, wo das dann halt vorkommt. Und dieses Wort Vorhaut eben auch Fleisch ist. Ne?
Also dasselbe Wort, wo die Beschneidung stattfindet. Das heißt, hier merken wir wieder so, ne, was Muster angeht in der Bibel. Muster zwischen, was passierte bei der Flut und was brachte der Bund nachher für alles Fleisch der Erde, für alle Menschen der Erde. Dieser Bund mit Noah. Und dann kommen wir zu Kapitel 17, der nächste Bund, der mit Abraham geschlossen wird. Und da halt auch wieder die ganze Zeit das Fleisch erwähnt wird. Und was halt mit dem Fleisch auf der Erde passieren sollte, mit den Menschen. Also, man kann sagen, wie soll ich es ausdrücken? Dieses Symbol, das Symbol der Beschneidung bei Abraham, bei diesem Bund jetzt, warum wurde das jetzt also gewählt? Warum wurde das genommen, dieses Symbol? Warum passt das? Warum hat Gott da jetzt irgendwas anderes gemacht, eine Tätowierung oder sowas? Warum Beschneidung? Und man kann sagen, dass Fleisch oder Menschen abgeschnitten wurden bei der Flut. Sie wurden entfernt aus Mangel an Gehorsam. Also da wurde die böse Menschheit sozusagen abgeschnitten, das Fleisch wurde entfernt. Bei der Beschneidung wird Fleisch entfernt, buchstäblich jetzt. Und woraus resultierte es eigentlich? Was hat Abraham in dem Kapitel davor nochmal gemacht? Im Kapitel vor Kapitel 17, da hat Abraham sein eigenes Ding durchgezogen und ein Kind gezeugt mit der Magd. Das war auch wieder ein Mangel an Gehorsam oder ein Mangel an Vertrauen Gott gegenüber. Da hat er mit seinem Geschlechtsorgan sozusagen einen Mangel an Vertrauen bewiesen. Also bei der Flut, Fleisch wurde abgeschnitten wegen Mangel an Gehorsam. Bei Abraham, Beschneidung, Fleisch wurde abgeschnitten als Zeichen für einen Mangel, der eigentlich bei Abraham an Gehorsam da gewesen war, an Vertrauen, ein Nachfahren durch Sarah zu bekommen, ne, durch den Segen Gottes. Also man könnte sagen, an dem Organ, mit dem Abraham nicht vertraut hatte, davon wird etwas entfernt. Die Beschneidung ist damit also so ein, man kann sagen, ein Urteil wegen des mangelnden Vertrauens, aber gleichzeitig auch eine Bestätigung, weil aus seinen Nachfahren irgendwann ja dieser ja, verheißene Same kommen sollte, also dieses Versprechen, alle Nationen zu segnen. Also da gleichzeitig aus dem Geschlechtsorgan, wo dann die Nachfahren gezeugt werden, war es einmal dieses Urteil wegen mangelnden Vertrauens, etwas abschneiden, gleichzeitig aber auch der sichtbare Beleg, trotzdem nehme ich diese Linie Männer weiter oder diese Familien weiter. Ne? Die nehme ich halt jetzt, um damit zu handeln mit diesem Volk. Das war beides. Urteil und eine Bestätigung dieses Versprechens Gottes. Ja, das so als diese Punkte. Wir hatten schon gesagt, es ging hier um ein Versprechen an Abraham. Und primär kann man sagen, es ging um dieses Versprechen, was er ja schon in Kapitel 12 bekommen hatte. Es ging trotzdem, obwohl Gott mit diesem Volk gehandelt hat, mit seinen Nachfahren gehandelt hat, hatten wir gesagt, auch andere, die Sklaven oder auch Ismaels Nachfahren und so weiter, standen unter der Beschneidung. Also die waren in diesem Versprechen Gottes drin und sowieso alle Nationen, die nachher gerettet werden sollen, gesegnet werden sollen. Die zersplitterten Nationen Babels. Dieses Versprechen, was Abraham da bekommen hat, dieser Bund, der also hier geschlossen wurde, den hat Paulus auf dem Schirm gehabt. Und das möchten wir jetzt nochmal aufgreifen, so als letzten Gedanken für heute. Dann soll es auch reichen. Was hat Paulus dazu gesagt? Weil zu seiner Zeit, dann bei den ersten Christen, da war ja schon diese Frage immer wieder präsent. Ja, was ist denn jetzt das Wichtige? Nachfahren Abrahams, ne? Das Judentum. Wie wichtig ist denn das jetzt noch? Geht es darum noch? Ist das noch wichtig für die Verheißung Gottes? Wird mit diesem Volk noch genau weiter gehandelt werden jetzt? Also was sagt Paulus da eigentlich zu? Da gibt es verschiedene Stellen, aber ich möchte eine hier nur ankratzen und das ist ein ganz tiefes Thema. Da kann man natürlich richtig krass auch absteigen in diese ganzen Fragen. Aber um nur mal einen Punkt hier rauszugreifen, weil Abraham sich genau auf diese Situation
Paulus sich genau auf diese Situation Abrahams bezieht. Galater Kapitel 3, Vers 8. Ich markiere mal hier die beiden Verse, sieht man es wieder besser vielleicht. Die meine ich. Da sagt er, ich kann auch noch mal einen Tick größer machen, aber so, ne? Also da sagt er, oder Vers 7, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Kinder, Abrahams Kinder. Erster Satz schon, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Wie war das bei Abraham selbst, als die Beschneidung eingeführt wurde? Gab es da welche, die in dem Versprechen Gottes mit drin waren, aber nicht seine Kinder waren? Ja, also zum Beispiel die Sklaven, die gekauft waren. Die wurden auch beschnitten, das waren aber nicht Abrahams buchstäbliche Kinder, aber die waren von Anfang an sozusagen dann doch seine Kinder, also Kinder dieses Versprechens. Also nochmal Vers 7, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt. Jetzt haben wir hier wieder die Lutherbibel, die so kompliziert ist. Ich mache mal die Menge Bibel noch mit dazu. Zack. Und so. Also, ich lese es nochmal hier aus der Menge Bibel vor. Ihr erkennt also, die Gläubigen sind Abrahams Söhne. Vers 8. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker, also die Heiden, also alle, die auch bei Babylon zersplittert worden waren, ne? Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott diese Völker, die Heiden, um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. Was war das, was er im Voraus verkündigt bekommen hat? Das zitiert Paulus jetzt hier. Das sind die 1. Mose 12, was wir gelesen hatten. Und das war ja vor dem Bund, der mit Abraham geschlossen wurde. Das war vor Ismael, vor Isaak und so. Und direkt am Anfang, als Abraham halt sein Land verlassen hat. Was hat er da gehört? Was wurde Abraham gesagt? Paulus zitiert und sagt, in dir, Abraham, sollen alle Völker gesegnet werden. Resümee von Paulus, Vers 9. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Also was Paulus hier sagen möchte, oder wie es viele verstehen, ist, das Versprechen in 1. Mose Kapitel 12, was an Abraham gegeben wurde, und was nicht auf Nachfahrenschaft Abrahams basierte. Das merkt man nachher bei der Beschneidung. Es ging nicht darum, primär ein Nachfahre von ihm zu sein. Es ging darum, möchte ich in diesem Versprechen Gottes mich bewegen? Möchte ich da drin sein? Diese Sache war schon festgelegt, bevor überhaupt der Bund geschlossen wurde. Also Gott hatte dieses Versprechen dem Abraham schon ganz früh gegeben, bevor er überhaupt diese Glaubensbeweise gebracht hat, die in der Bibel aufgezeichnet sind. Er hat ihm gesagt, aus dir werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und das eben nicht durch die Nachfahrenschaft primär, sondern halt, wenn man sagte, ich möchte Teil dieses Bündnisses sein, also durch Glauben. Es ging hier um Glauben und nicht um Geburt. Auch das nochmal, wenn Sklave dazugekauft werden, wurde in der Familie oder sowas, in so einer israelitischen, musste der auch wieder beschnitten werden. Das heißt, es ging nicht um Geburt, sondern es ging immer darum, eigentlich unter diesen Glauben zu kommen, zu sagen, wenn ich glaube, dann bin ich in diesem Versprechen von 1. Mose 12. Also 1. Mose 11, Babel kaputt gemacht, Nationen zerstreut und Gott sagt im 1. Mose Kapitel 12, so Abraham, mit dir werde ich das alles reparieren, ich mache jetzt ein Versprechen, dass ich das reparieren werde, handeln mit dir und deinen Nachfahren, aber es geht nicht primär um Geburt. Es geht um Glauben. Ja, zumindest eine Möglichkeit, den Text so zu verstehen, für mich plausibel. Ich finde es sehr interessant eben auch, dass man hier eigentlich sieht, dass die Lösung,
dieses großen Problems, die Lösung dieser Rebellionen, dieser drei Rebellionen der Menschheitsgeschichten, die von Anfang an halt hier so beschrieben werden, dass die in Abraham ihre Lösung gestartet hatten, so gesehen. Also da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man das erste Mal jetzt so richtig merkt, okay, aus diesen Burschen, da wird jetzt was Besonderes passieren, es werden sogar schon Könige angekündigt und so weiter. Also da geht's los in die Richtung, ja, wie löst Yahweh denn durch die ganzen Sachen, die jetzt mit dieser Familie und dem Volk passieren, wie löst er denn nachher halt diese ursprünglichen Rebellionen und bringt die Menschheitsfamilie wieder zusammen? Wie wird dieser Prozess fortgeführt, Menschheitsfamilie zu reparieren? Also wieder in Liebe zu vereinen. Wie geht das? Was hat alles damit zu tun? Ja, und das werden wir uns nach und nach natürlich weiter anschauen. Für heute soll das aber erstmal so genug gewesen sein im Abtauchen hier zu Abraham und dem, was da passierte. Da werden wir uns in der nächsten Zeit weiter mit beschäftigen, mit dem, was die Folge davon war, Volk Israel, auch bis in die Zeit Jesu hinein, was so der Plan war, diese Rebellion eben wieder zu reparieren. Genau, nochmal wiederholt. Ich sage vielen Dank auf jeden Fall, dass du bis hierhin dabei warst. Das ist ja hier immer ziemliche Arbeit manchmal, aber von daher Hut ab und dickes Lob und toll, wenn du da eben Spaß dran hast, auch so abzutauchen in die Bibelpassagen. Du kannst gerne deine Gedanken hier unten mal mit in die Kommentare reinschreiben, wie du diese Gedanken verstehst. Vielleicht hast du eine andere Sicht darauf, darfst du natürlich auch gerne reinschreiben. Wie gesagt, ich empfehle halt, die Bücher, die ich am Anfang schon als Quelle genannt habe, auch nochmal hier drunter schreiben werde. Sehr interessant und da viel nachzuforschen. Und wenn du halt mehr erfahren möchtest zu diesen Themen, auch anderen Themen, wie lese ich die Bibel oder auch wenn es später demnächst mal wieder um wissenschaftliche Dinge geht, dann abonnier doch den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Mich würde es auf jeden Fall super doll freuen, wenn du mit dabei bleibst und ein Abo dalässt, vielleicht Daumen hoch, einen Kommentar, Glocke anklingeln übrigens, ne? Die Glocke anklicken, dann kriegst du bei jedem Video, was ich veröffentliche, auch definitiv eine Nachricht. Also dafür ist die gedacht, sonst ist das nur so sporadisch mal. Genau, vielen Dank nochmal und ich sage jetzt erstmal, dass ich dir einen super schönen Tag, Abend, Woche, was auch immer wünsche und freue mich schon auf das nächste Video, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin.